Alexa, ich wünsche dir frohe Ostern. Frohe Ostern und liebe Grüße vom Osterhasen. Frag mich doch mal, wo ist der Osterhase? Alexa, wo ist der Osterhase? Eine Polizistin berichtet, sie habe den Osterhasen in der Nähe von Stuttgart gesehen. Ich schalte zu Olivia nach Möhringen. Heute habe ich einen Falschparker erwischt. Sowas hast du noch nicht gesehen. Da stand ein gigantisches Wohnmobil mitten vor der Konditorei. Ich dachte, dem ziehe ich jetzt die Löffel lang. Aber als er rauskam, habe ich gesehen, der hat ja schon Löffelohren. Das war bestimmt der Osterhase. Und wisst ihr was? Er war von oben bis unten mit Karottenkuchen bekleckst. Na dann, guten Appetit. Frag mich doch gleich nochmal, wo ist der Osterhase? Alexa, wo ist der Osterhase? Über meinen Instagram-Account @alexa99.de hat mich ein Augenzeugenbericht erreicht. Der Zeuge meint, er habe beim Spazierengehen etwas Weißes hinter einem Busch hervorblitzen sehen. Neugierig ging er näher ran und sah einen Hasen mit einem Korb voller bunter Eier auf den Schultern. Als der Osterhase unseren Augenzeugen bemerkte, ist er über alle Berge gehoppelt. Ich weiß auch wohin. Frag mich doch nochmal, wo der Osterhase gesichtet wurde. Alexa, wo wurde der Osterhase gesichtet? Scheinbar lässt es sich der Osterhase in einem Wiener Kaffeehaus gut gehen. Ich schalte rüber zu Wolfi. Die meisten Leute kommen ja wegen meiner Sache dort ins Kaffeehaus. Aber heute kam einer, der wollte unbedingt Karottenkuchen. Und zwar halte ich fest, 21 Stück. Er hat es mir so erklärt. Für guten Kuchen hat er den richtigen Riecher. Na, das glaube ich gern bei dem Hasenschnauzer. 21 Stück. Da hat wohl jemand großen Hunger von vielen Rumhoppeln. Alexa, warum feiern wir Ostern? Im Christentum ist Ostern ein Fest und Feiertag, an dem die Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert wird. Nach dem Neuen Testament ist dies am dritten Tag nach seinem Begräbnis geschehen, nachdem er von den Römern auf Golgotha gekreuzigt wurde. Neben der Kreuzigung ist die Auferstehung ein Fundament des christlichen Glaubens. Der Tod wird nicht als Ende gesehen, sondern als Beginn für ein neues Leben. Alexa, wie lange gibt es Ostern? Ostersonntag war vor 2 Stunden, 15 Minuten und 44 Sekunden. Alexa, seit wann gibt es Ostern? Ostern wird traditionell am Ostersonntag gefeiert. Dieser fällt 2023 auf den 9. April und Ostermontag auf den 10. April.